Ich wollte dir nur mal kurz ein Kompliment machen. Du siehst echt stylisch aus. Ich finde es voll in Ordnung, wenn man es auf eine sympathische Art und Weise macht. Online-Dating, ich glaube, ja. Die wenigsten haben da Spaß dran. Heute frage ich die Frauen, ob sie angesprochen werden wollen, indem ich sie anspreche. Hi, ganz kurz, will euch nicht erschrecken. Ja. Ich wollte euch einmal kurz ein Kompliment machen. Ihr seht sehr cool aus. Danke. Ich drehe gerade ein YouTube-Video tatsächlich für meinen Kanal. Da drüben ist mein Kameramann. Und ich will eigentlich wissen, wollen Frauen heutzutage noch angesprochen werden? Klar, warum eigentlich nicht? Solange es nicht so komisch so wird, so auf, halt dringlich. Dann ist es halt nicht so schön. Ja. Aber wenn man jetzt so offen auf einen zukommt und so... Kommt darauf an. Ja, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie sollte man es denn machen? Wie sollte man es nicht machen? Viele sind ja verunsichert heutzutage. Oh, ich überlege gerade. So ganz spontan jetzt hier, zack. Also, bisher war das bei mir auch so, dass man mir dann so ein Kompliment gemacht hat oder so, einfach auf eine freundliche Art, mich dann gefragt hat, ob ich Lust hätte dann auf einen Kaffee oder gefährlich. So. Ja. So, meistens hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kann man jetzt selber entscheiden. Ja, genau. Ja. Okay. Aber ich finde es voll in Ordnung, wenn man es auf eine sympathische Art und Weise macht. Ja. Hi, will ich nicht beim Essen stören? Hm? Guck so erschrocken, will dir nichts verkaufen oder so. Ich habe eine Frage und zwar... Wollen Frauen heutzutage noch angesprochen werden? Warum nicht? Ja, okay, hi, Sebastian. Hallo. Was machst du gerade? Bist du auf dem Weg zur Arbeit? Bist so elegant gekleidet aus, bist mir direkt aufgefallen. Danke. Arbeitest du hier in der Stadt oder was machst du? Mhm. Genau. Okay, Bürokraft? Nee. Nee. Management? Nee. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Was machst du? Im Schmuckladen. Im Schmuckladen? Ja. Ah. Ja, bei Studier. Okay. Pass auf, eigentlich mache ich gerade ein Video. Da ist mein Kameramann. Und genau, das war die Frage heute. Wollen Frauen noch angesprochen werden? Wir wollen einfach mal so ein bisschen zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass gar nicht so viel passieren kann, dass man es einfach mal machen sollte. Wie sollte man es denn machen? Was wäre so No-Go und was wäre so der ideale Weg? Könntest du da was zu sagen? Also nicht hinterherlaufen. Also wenn man dann merkt, es wird unangenehm, dann lieber nicht. Ja, klar. Aber... am besten abends noch durch so einer dunklen Gasse schön hinterherlaufen, richtig creepy. Ja, genau. Ja. Mit einem Kompliment starten vielleicht. Einfach. Aber finde ich auch schon passend dazu aufdringlich. Okay. Also, komm nicht drauf an. Vielleicht irgendwie, du wirst mir vielleicht aufgefallen, aber jetzt auch nicht zu viel. Ja. Also dezent, eher zurückhaltend, aber machen und einfach mal probieren, was würdest du sagen? Weil viele Männer fragen sich, soll ich überhaupt noch Frauen ansprechen? Ja, sonst ist die Chance vertan, wisst ihr Bescheid. Nicht erschrecken, du hast keine Zeit? Nee, ich Okay, ich finde dein Outfit richtig cool. Danke. Und ich mache gerade ein Video eigentlich für meinen YouTube-Kanal. Wollen Frauen heutzutage angesprochen werden, ja oder nein? Ja. Ja? Klar. Okay, und wie sollte man es machen? Ehrlich, authentisch oder lügen? Irgendeine Maske aufsetzen? Ehrlich, authentisch ist immer gut. Okay, super. Ist das cool für dich im Video zu sein, deine Antwort? Ja, klar. Okay, super, ich wünsche dir einen geilen Tag. Ja. Ciao. Hi. Jetzt, wollt ihr nur mal kurz ein Kompliment machen? Du siehst echt stylisch aus. Ich mache eigentlich gerade ein YouTube-Video, weil ich wissen wollte, wollen Frauen heutzutage noch angesprochen werden? Vielleicht kannst du mir die Frage kurz beantworten, bevor du weiter musst. Ja, eigentlich schon. Ich würde schon sagen, ja. Wie sollte man es machen? Was ist so eine gute Art und Weise, eine Frau anzusprechen? So wie ich das jetzt gerade? Ja, ich fand's gut. Ja. Einfach ein Kompliment machen und dann einfach mal gucken, was passiert. Ja, also vielleicht... Ich weiß nicht, es kommt natürlich immer so auf den Typ drauf. Ja, klar. Aber ich würde schon sagen, einfach ein nettes, nicht zu übergriffiges Kompliment, einfach, keine Ahnung, zum Outfit oder dass man irgendwie sympathisch aussieht oder so und dann kommt man ja irgendwie ins Gespräch. Ja, genau, dann kann man immer noch gucken, ob es passt oder nicht. Okay, super. Was habt ihr für einen Kanal? Authentisch männlich Dating Coaching tatsächlich für Männer, die zu schüchtern sind, die sich mal ein bisschen mehr trauen sollen. Ja, okay. Genau, deswegen wollen wir da mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Okay, super, danke dir und schönen Tag dir noch, ne? Ciao. Entschuldigung, hi. Sprichst du Deutsch, ne? Ja. Erstmal, du siehst sehr schick aus. Danke. Und zweitens mache ich gerade ein YouTube-Video und wir wollen eigentlich wissen, wollen Frauen heutzutage noch angesprochen werden von Männern? Ich glaube schon. Wer spricht denn sonst wen an? Viele schüchterne Männer trauen sich nicht und die wollen den ultimativen Beweis, ist es möglich, ist es nicht möglich. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal fragen, wie war das, wie ich dich jetzt gerade angesprochen habe? War das okay, mit einem Kompliment zu starten? Voll. Also ich glaube schon, dass Frauen da relativ offen sind, sich freuen, wenn man sie nett anspricht. Ja. Dann kann man ja immer noch entscheiden. Ich meine, Kompliment ist ja immer schön. Auf jeden Fall. Ja, die meisten Männer haben so die Hürde, den ersten Schritt zu machen, überhaupt hinzugehen, weil die immer befürchten, da passiert wer weiß was. Hast du schon mal irgendwie so einen harten Korb verteilt oder was
oder schon mal was erlebt, was vielleicht doof war oder so? Gibt es irgendwas, was nicht gut wäre? Also ich glaube, wenn man sagt, nee, ich habe kein Interesse, dann ja. sollte man es dabei belassen. Ja, ja klar. Ich glaube, wenn man diese Grenze dann überschreitet, dann kann es schon sein, dass man ein bisschen ja. Ja. gemeiner wird. Ja, natürlich, klar. Wenn man jetzt zum Beispiel mitläuft, wenn man offensichtlich sieht, dass die Frau genau. kein Interesse hat, dass man dann einfach hinterherläuft oder so, ist genau. ja auch... Genau, wenn ich jetzt weitergelaufen wäre genau. und gar nicht angehalten, dann, ich glaube, das ist ja, ja auch schon nein. Man hat ja so ein Gefühl dafür, ne? Voll. Und unterm Strich kann man sagen, einfach machen und mal probieren und mehr als genau. schief gehen kann es nicht, oder? Ist ja auch einfach nett, sich zu unterhalten. Ja, total. Ne? In Zeiten von Online-Dating ist das ja selten geworden, dass man miteinander spricht. Deswegen, ja, ey. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wegen Online-Dating, dass Leute wieder ja. Lust haben, auf der Straße Leute kennenzulernen. Ja, ja, auf jeden Fall. Online-Dating, ich glaube, ja. die wenigsten haben da Spaß dran. So, im Prinzip ist es so, die meisten Frauen wollen angesprochen werden. Es erfordert nur sehr viel Mut. Und wenn es dann mal nicht sein soll, dann ist es auch nicht so schlimm. Es gibt nicht den harten Korb und man ist auch nicht völlig zerstört, wenn man ja, mal so eine Situation erlebt oder wenn es eben häufiger passiert. Ist auch nicht schlimm, weil in den meisten Fällen hat es nichts mit einem persönlich zu tun, gerade wenn die Frau nach ein, zwei Sekunden schon sagt, hey, kein Interesse und geht weiter. Ich weiß aber auch, dass es eine Weile dauert, bis man erstmal in den Prozess reinkommt, bis man da auch die ersten Erfolge sieht. Und das ist nicht von jetzt auf gleich. Und vor allem ist das nicht durch ein so ein Video getan. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte keine Zeit mehr verschwenden, ich will das Thema mit den Frauen jetzt ein für alle Mal auch abhaken und ich möchte jetzt auch mal mehr Dates haben und am Ende des Tages auch eine Partnerin finden, die zu mir passt, dann lass uns gerne miteinander sprechen. Geh auf die Website www.authentisch-männlich.de und trag dich da einfach mal für ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns ein. Und dann, was wir da machen werden, ist, wir gucken uns deine Situation an. Das heißt, wir gucken, wo stehst du gerade, was sind die größten Herausforderungen. Und dann bekommst du auch einen Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand, wie du das Thema ein für alle Mal abhaken kannst. Alles klar, bis dahin, ciao.